Die Spitzenläufer aus Kenia haben den Salzburg-Marathon dominiert. Der Streckenrekord wurde allerdings verfehlt. Alles in allem waren 6000 Athletinnen und Athleten dabei und machten den Marathon zu einem echten Ereignis. Zumindest beim Start haben die Halbmarathonläufer noch die Chance, ein paar Meter das Tempo der drei Läufer aus Kenia mitzuhalten und Momente an der Spitze zu erleben. Doch Abraham Limo, Simon Nyeri und vor allem die Nummer 5, Hosea Kiprotich-Ruto, sind heute nicht zu halten. Die drei dominieren das Rennen und lassen den Rest des Feldes weit hinter sich. Zur Halbzeit des Rennens sind viele noch mit Spaß mit dabei und die anderen, nämlich die Halbmarathonläufer, die sind fertig. Ja, die Strecken war super, der Wind hat auch dran. Ziel leider nicht ganz erreicht, ich wollte unter 1,25 laufen, ist leider nicht ausgegangen. Gut, probier's nächstes Jahr wieder. Ja, es ist total nett, weil die Leute dann so anfeiern und kleine Kinder stehen da mit der Trommel und es ist einfach total schön, aber anstrengend. Auf der zweiten Runde wird das Rennen für Hosea Kiprotich-Ruto zum Alleingang. Der 26-Jährige, der in diesem Jahr auch schon den Pune-Marathon in Indien gewonnen hat, bleibt zwar klar über dem Streckenrekord, feiert bei seinem ersten Antreten in Europa aber einen überlegenen Sieg. Ja, das Rennen war nicht schlecht und die Strecke hier in Salzburg, die ist wirklich wunderschön. Sind Sie mit der Zeit zufrieden? Ich bin nicht wirklich zufrieden. Wenn ich ein paar schnellere Mitläufe gehabt hätte, dann wäre vielleicht auch der Streckenrekord möglich gewesen. Aber ich komme wieder. Bei den Damen gewinnt die ungarische Olympiastarterin Tünde Szabo nach 2 Stunden und 55 Minuten und beendet eine Marathonveranstaltung, die weit mehr bietet als nur die klassischen 42,195 Kilometer. Auch in den Nachwuchsbewerben ist die Begeisterung groß und lockt über 1300 Kinder und Jugendliche in der Stadt Salzburg an den Start.